Stirb, 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 müssen wie die Fiaker dran und dabei zieht ein Schlamm, weil ich das lieb, 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 ja, vor meiner Seele, eure Fide. Meine Grundbeziehung zum Hietzinger Friedhof ist, dass ich Ministrant in der Kirche Maria Hietzing war da. Und dass du 30 Groschen bekommen hast, wenn du bei einem Begräbnis ministriert hast. Und 45 Groschen, wenn du bei Regen beim Begräbnis ministriert hast. Und so bin ich da relativ oft hergekommen. Und da waren sehr viele merkwürdige Vorfälle, die für meine Kindheit Bedeutung hatten. Als Jung habe ich mir gedacht, aha, was erzählt mir der Tod? Er sagt, du lebst nicht ewig, nütz jetzt, jetzt, jetzt. Du hast nicht die Garantie, dass du nicht innerhalb der nächsten 30 Sekunden umfallst. Habe ich auch einige Male erlebt. Also das gibt dir ein Gefühl, dass die Zeit wirklich was Kostbares ist. Das gab vom Alban Berg. Sehr schlicht. Das Kreuz ist irgendein Holz aus Kärnten, aus der Nähe des Hauses, in dem er dort komponiert hat. Und die Helene Berg, die er eigentlich seinen Tod zu verantworten hat, weil es hat ihn ein Insekt gebissen und er hat ein unglaubliches Furunkel bekommen. Und sie, um Kosten zu sparen, erzählt man sich, hat ihm das selber aufgeschnitten und dadurch kam eine Blutvergiftung, an der er gestorben ist. Und die Helene Berg war, das ist, glaube ich, gesichert, eine Tochter von Kaiser Franz Josef. Ihre Mutter ist immer spazieren gegangen, da drüben ist ja der Park von Schönbrunn und da ist sie in der Früh dem Kaiser begegnet. Und ich glaube, so bei der dritten Begegnung hat der Kaiser gesagt, schönes Mädchen, Frau oder Kind, geben Sie mir einen Kuss. Das war der Eröffnungszug von Kaiser Franz Josef bei Anbahnungen, kann man sich merken. Mhm. Und ich meine, die waren dann offensichtlich auch so geizig, dass sie weder das Geburtsdatum noch das Sterbedatum aufs Grab geschrieben haben. Kostet das mehr eigentlich, glaubst du, wenn man... Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du pro Buchstaben zahlen musst, oder, auf dem Grabstein. Ich weiß es auch nicht. Aber es muss ja einen Grund haben, warum jemand diese Daten nicht drauf haben will. Vielleicht, weil er das Gefühl hat, er ist zeitlos und sie sind in der Ewigkeit zu Hause. Oder er hat es mit Zahlen nicht so, weißt du. Ich weiß kann auch, sie nicht merken. Ja, kann sie nicht merken. Wenn man Sturm ist, kann man sich ja selten merken. Es gab viele Witwen, die ihre Männer in Russland verloren hatten. Die sind dann hinter der Trauergemeinde gegangen oder mitgegangen bei den trauernden Familien. Und die eine hat immer geschrien, alle toten Männer sind mein Mann. Alle toten Männer sind mein Mann. Und das war immer die Frage, wenn man hier ein Begräbnis hatte, kommt die wieder und schreit das. Aber das ist ja ein wahnsinnig schöner Buchtitel auch. Alle toten Männer sind mein Mann. Das ist jetzt ein Mann, der in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Der Kari Hauser war ein Maler und Dichter, Freund von Kokoschka, enger Freund von Kubin. Und ich war so ein verlorenes Kind in einer großbürgerlichen Familie, die nicht auf Liebe abonniert war. Und am Sonntag war immer mein großer Tag, da habe ich in der Kindermesse zuerst ministriert und später dann lektoriert. Und eines Tages hat mich ein sehr schöner, älterer Herr angesprochen und hat gesagt, du bist irgendwie ein ungewöhnliches Kind, wenn du willst, komm zu mir in die Maxingstraße, der hätte auch ein Kinderverzahrer sein können. Aber die Einladung lautete, ich zeig dir Blätter, Bilder vom Kubin.
Und ich habe den Kubin damals noch gar nicht gekannt, aber das hat mich irgendwie angezogen. Ich bin dahin und der hat ein ganzes Universum von mir ausgebreitet, weil die Maler früher untereinander getauscht haben. Und der wurde dann einer meiner Erzieher und eine wirkliche Gegenposition zu dieser Kitzbühel und Nerzjackerl und sommerfrischen Oberflächlichkeit in unserer Familie. Der ist vor den Nazis weg, obwohl er kein Jude war. Er hat gesagt, er will nicht am selben Territorium atmen, wo diese Verbrecher sind. Ist in die Schweiz und hat als ganz bedeutender Maler, der er war, in der Schweiz Malverbot bekommen. Dann hat er heimlich gemalt, dann ist er zweimal besucht worden von irgendwelchen Kommissaren, die das kontrolliert haben. Dann musste er Bilder zerstören. Und ich habe ihn geliebt und habe ihn betrauert, wie wenn mein Vater gestorben wäre. Feldmarschall Konrad von Hötzendorf, der hat die Sache wirklich an die Wand gefahren. Ein entscheidender Totengräber der Monarchie. Ich möchte gar nicht hinschauen. Das war zum Beispiel für meinen Vater, der ja Offizier im Ersten Weltkrieg war, ein wirkliches Ekelbild. Aber der war, glaube ich, auch umgeben von, in seinem Team und in allen anderen Teams, auch von lauter Arschlöchern. Ich glaube nicht, dass seine deutschen Freunde deutlich sympathischer waren als er. Nein, aber ich konzentriere mich auf die österreichischen Unsympathler, weil da haben wir ja genug. Es ist ja nicht so, dass wir die Deutschen noch dazu bashen brauchen müssen. Aber wieso steht da nur Feldmarschall Konrad? Ist das ja wie so ein DJ-Name. Hat man ihn genannt. Ja? Das ist ja die Frau von ihm, die steht überhaupt nur unter Ferner Liefen auf der Seite wie eine Art von Pickel. Das ganz Kleine ist die Frau. Das Kleine ist die Frau. Ist ja Wahnsinn. Frauen sind dann im Tod oft nur mehr Fußnoten. Da kommt auch ein interessanter Herr, der Herr Dr. Dollfuss. Es gibt im Wien-Museum ein kleines Gefäß mit Originalblut von Dollfuss. Okay. In einer Vitrine, wenn dich das interessiert. Das ist so aufgefangen gewesen. Wie beim Leib Christi? Ja, damals wurde das verkauft als Reliquie, Dollfussblut. Und da ist eins von diesen kleinen Gefäßen im Wien-Museum. Und wer legt die Blumen ab? Die ÖVP-Ortsgruppe Hietzing. Weißt du, ich bin da familiär so verwickelt in diese Geschichten. Also mein Vater war ein Austrofaschist und Freund von Mussolini, weil er gedacht hat, der Mussolini wird Österreich bewahren vor dem Hitler. Mhm. Und dann sind die Nazis einmarschiert und am zweiten Tag, wie sie in Wien waren, ist mein Vater verhaftet worden und war einer dieser gehsteigputzenden Juden. Und dann hat der Mussolini dafür gesorgt, dass er befreit wird und nicht ins KZ kommt. Und wo ist er dann? Wie hat er den Krieg dann? Wo er war er während des Krieges? Er ist nach Rom gefahren, hat sich bei Mussolini bedankt, ist nach Frankreich, wurde dann rasch französischer Staatsbürger. Da kamen die Nazis nach Paris, wo er gelebt hat. Dann ist er mit einem der letzten Schiffe nach London und wurde in der Exilregierung von de Gaulle Verbindungsoffizier zwischen dem de Gaulle und dem Weißen Haus in Amerika. Und ist zweimal in der Woche über den Atlantik drüber. Und in dieser Zeit offensichtlich mit großen Ängsten und Verzweiflungen, sagt meine Mutter, hat er sich eine Opiumsucht angewöhnt. Also weißt du, du gehst hier spazieren und dann hat man mit all diesen Geschichten doch persönlich irgendwas zu tun. Ne? Wie reagierst du bei Beerdigungen von Menschen, die du liebst? Ich war auf ungewöhnlich vielen Beerdigungen, weil ich Freunde hatte, wichtige, die sehr viel älter waren als ich. Und dann sind viele meiner jungen Freunde gestorben. Mhm. Ob es jetzt in Amerika Leute waren wie der Keith Haring oder wie der Jean-Michel Basquiat durch Drogen. Oder in Österreich junge, begabte Musiker. Und ich habe auch einige Grabreden schon halten müssen.
Aber weinst du dann um jemanden oder denkst du dir, das ist Teil, das gehört dazu? Und na, ich glaube, es gehört dazu und ich weine. Ja. Weil das gut ist, es ist eine Art von Aderlass. Trauern soll man schon. Aber man soll auch verstehen, oder ich empfinde es mindestens so, dass Tod heißt, sich von dem verabschieden, was man zutiefst nicht ist. Hm. Ich glaube nicht, dass ich mein Körper bin. Ich glaube, dass ich gastiere in diesem Körper, um in dieser merkwürdigen Welt der Polarität Erfahrungen zu machen. Aber trotzdem ist es auf der menschlichen Ebene schrecklich, wenn man jemand nicht mehr angreifen kann oder streicheln oder mit ihm streiten oder was auch immer. Löscht du Leute, die bei dir im Handy gespeichert sind? Ich rufe Leute an, die oft noch ihren Telefonanschluss haben und wo du am Anrufbeantworter ihre Stimme noch hörst. Ich habe das ein halbes Jahr lang nach dem Tod von Oskar Werner gemacht. Ja? Ich habe seine Privatnummer in Liechtenstein gehabt und dann habe ich oft 3 oder 4 Mal am Abend: Hier ist der Telefonbeantworter von Oskar Werner. Das ist sehr merkwürdig. Ja? Du hast um mich drauf gesprochen. Das habe ich nicht getan. Aber ich habe doch irgendwie das Gefühl gehabt, es ist unheimlich. Da krallt er sich noch irgendwie in unserer Wirklichkeit fest mit diesem Telefonbeantworter. Das war die Gefährtin vom Kaiser, hat da drüben gewohnt, mit der Schrattwiller. Stirbt erst 1940. Die alte, ehemalige Burgtheater Doyenne oder was immer sie dort am Schluss war, die alles überlebt hat. Der Kaiser war tot. Der Kaiser Karl ist gekommen, der Krieg war zu Ende, die Monarchie hat sich aufgelöst. Du würdest nie drauf kommen, was die 6, 7 Jahre vor ihrem Tod hauptsächlich gemacht hat. Riesige Puzzles zusammengesetzt. Das hat sie mit der Monarchie nicht mehr machen können, das hat sie mit Österreich nicht mehr machen können in der Nazizeit. Also hat sie vielleicht Pläne der Monarchie zerschnitten und wieder zusammengesetzt. Und du meinst das alte Habsburgreich? Ja, kann sein. Aber eigentlich hätte sie noch durchhalten können bis zum Staatsvertrag, sodass sie das auch noch miterlebt. Und das waren schon tapfere Frauen, die Geliebten, weil er ist, glaube ich, immer so gegen 5 Uhr in der Früh zum Frühstück gekommen. Und für eine Schauspielerin, die ein Leben hatte und die zum Beispiel eine Busenfreundin vom Girardi war, die Kathi Schratt, die haben es schon auch krachen lassen. Haben die schon damals, die Schauspielerin, immer durchgesoffen bis morgens um 5? Also ich glaube, die Schratt war sehr, sehr ans Leben angeschlossen. Mhm. Und ich nehme an, dass die erst schlafen gegangen ist, nachdem der Kaiser bei ihr frühstücken war. Aber da muss natürlich die Schminkerin und alles da sein. Ja, und du darfst nicht nach Wein riechen und oder dem Kaiser hat's gefallen, dass sie ein bisschen im Öl war. Ja. Gnädigste Mirteln heute wieder, ganz außergewöhnlich aufregend. Schau dir diese Geschichte an. Le fidèle Clary, dernier serviteur, letzter Diener, Ludwig des 16., der treue Clary. Der treue Clary war in Wirklichkeit schon vor der Geburt vom Ludwig dem 17. ernannt als Kammerdiener für das Kind, das kommen wird, für den Dauphin. Dann ist die Französische Revolution gekommen. Die Marie Antoinette, der Ludwig, der Dauphin sind eingesperrt worden. Die Dienerschaft ist dann nach und nach verhaftet worden. Und der Letzte, der übergeblieben ist als Diener, Kammerdiener von allen, war der Clary. 1793 ist er guillotiniert worden, der Ludwig der 16. Und der hat ihn an seinem Todestag noch frisiert und angezogen. Und es ist ihm gelungen, nach Österreich zu fliehen und war dann in Wien als lebendes Geschichtsbuch. Und die ganzen Hochadelsdamen und Herren sind zu ihm gekommen und haben sie erzählen lassen, wie die Französische Revolution unter der Lupe war.
Und der liegt am Hietzinger Friedhof. Ja? Übrigens, hier ist keine Aufschrift Ehrengrab. Ich hoffe, dass die nicht eines Tages dieses Grab hier umschmeißen, weil keiner mehr dafür zahlt. Ich bin bereit, dafür zu zahlen. Bist du so königstreu? Nein. Der französischen König so ergeben, dass du seinen Dienern noch 200 Jahre später das Grab pflegen möchtest? Ich würde ihm das Grab pflegen für den Mythos, den er bedeutet. Mein Vater war ein Monarchist, ich bin das nicht. Ich bin ein Republikaner. Aber dem letzten Diener von Ludwig dem 16. werde ich schon das Stück Rasen finanzieren. Schau. So für meine Legendenfantasie. Ruhestätte der Familie Jarisch. Dr. Philipp Jarisch, K&K Leibzahnarzt. Dann stelle ich mir sofort vor, dass das wahrscheinlich einer der ganz wenigen war, der den Kaiser mal schreien gehört hat. Jarisch, ich habe ja doch gesagt, tun Sie mir nicht so weh. Und weißt, wenn ich spazieren gehe, dann destilliere ich mir aus den Gräbern solche Geschichten heraus. Aber schau, ich meine, der ist 1804 geboren und 1887 gestorben, der Leibzahnarzt. Und wenn du dich ein bisschen mit der Geschichte der Zahnmedizin auskennst, weißt du, das war alles furchtbar, was der gemacht hat. Das war ein schmerzensreiches. Der Kaiser mochte, glaube ich, nicht sehr gerne. Jarisch. Nur nicht den Jarisch holen. Kaiser der Jarisch wäre wieder da. Na, bitte nicht. Eure Majestät müssen morgen die Eröffnung machen von der neuen Kunstausstellung. Ja, egal. Kann niemand. Vielleicht hat er sich einen Schnaps von der Schratt ausgeborgt. Genau. Mir fällt gerade ein, dass der Peter Altenberg gesagt hat, wie der Kellner im Café Zentral zu ihm gekommen ist, mit den Worten: Herr von Altenberg, wissen Sie schon, wer gestorben ist? Und er hat gesagt: Mir, lieber Freund, ist jeder recht. Ja, so Thomas Bernhard-mäßig, der immer aufgesprungen ist, wenn er gehört hat, dass jemand gestorben ist. Ja, bravo. Aber mein Vater, obwohl er nicht Wiener ist, hat auch immer gesagt, wenn die Nachricht kam, dass jemand gestorben ist, hat er immer gesagt, der hat es geschafft. Ja. Ja, das kann man ja auch vernünftigerweise so sehen. Weil es ist ja doch ein Arbeitsvorgang, hier herumzugehen. Und wenn man das hinter sich hat, finde ich das nicht das Übelste. Wo kommst denn du her, ganz genau? Was ist deine Familie? Ich bin aus dem Ruhrgebiet. Ich bin in Duisburg geboren. Ich sage mal unter Tage, aber das stimmt nicht. Mhm. Ich bin über Tage geboren. Und ich bin evangelisch. Deswegen weiß ich zum Beispiel, dass ich nicht in den Himmel komme. Weil mir hat das mal eine Diakonissin so erklärt, dass ich total gut leben kann und soll, aber dass dann, wenn ich sterbe, Gott noch mal entscheidet bei den Protestanten, ob das genug war. Das heißt, also egal, was du tust, du hast eigentlich keine Chance. Aber du glaubst, dass Gott bei einem Verein ist? Ich glaube nicht, dass Gott deutsch und evangelisch ist. Ich glaube, dass ich deswegen keine Chance habe. Also ich werde nicht hineinkommen. Ich glaube, dass, wenn es einen Gott gibt, er in uns ist und wir in ihm. Und dass wir ihn eh immer dabei haben. Und ich glaube, so wie du, nicht, dass er für den FC Vatikan oder für FC Buddha oder Mohammed spielt. Ja? Und könntest du dir vorstellen, so wie in Mexiko, die Toten einmal im Jahr auszugraben und mit an den Tisch zu setzen? Kommt darauf an, wer sie ist. Ja, das kannst du in dem Fall ja in Mexiko nicht aussuchen. Du musst es ja quasi tun aus Tradition. Ja, das ist, da auch die Arschgesichter müssen ausgebuddelt werden. Würde ich für 2 Tage freiwillig nach Kalifornien reisen. Das ist so eine interessante Strecke, die ich oft gehe. Also Otto Wagner. Da drüben kommt dann eine Frau vom Johann Strauss. Und ich habe einmal in der Fledermausbar von Gerhard Bronner einen Streit gehabt mit dem Friedrich Thorberg über das Thema Zentralfriedhof. Und er hat behauptet, der Grillparzer liegt am Zentralfriedhof. Und ich wusste, dass der Grillparzer am Hietzinger Friedhof liegt. Und da habe ich ihm gesagt, wetten wir? Und er hat gesagt, ja, wetten wir.
Jetzt sind der Qualtinger, der Thorberg und ich hierher gegangen. Und das Interessante war, dass es hier einen Grabstein gibt von einer Familie Smetacek. Mhm. Maria Smetacek. Und die liegt jetzt Kopf an Kopf mit dem Grillparzer. Und der Thorberg, der Qualtinger und ich haben von Stund an den Grillparzer immer den genannt, der Kopferlt mit der Smetacek. Ja? Das ist, weil du ein erotisches Moment suchst. Ich darf dir sagen, dass Karl Smetacek auch dort liegt, wenn Grillparzer Pech hat, kopfelt er mit Karl Smetacek. Also jetzt pass mal auf. Die Maria ist 1975 schon hier gelegen und der Karl kam erst 1997 okay, du dazu. Hast recht, ja. Also ja gut, stimmt. Aber dann wird sich der Grillparzer trotzdem gewundert haben, als dann plötzlich ein zweiter Kopf dazu kam. Das wird so sein. Ich bin mal lange mit einem Auto, musste ich parken für Dreharbeiten vor einem Friedhof. Und da war dieses, das ist ja bei vielen Friedhöfen, dieses Schild, wo drauf stand, ihr seid, was wir waren, wir sind, was ihr werdet. Und wenn du da sehr lange, das war im Herbst, die Dreharbeiten, 2 Stunden davor parken musst und immer auf dieses Schild starrst, wird dir sehr sonderbar. Ja. Es gibt so Dinge, die ich früher gesammelt habe, zum Beispiel Druckfehler auf Gräbern. Ja? Da war irgendwo ein Grab, da stand statt mein geliebtes Enkel, mein geliebtes Ekel. Oder in Tirol habe ich mal ein Grab gefunden, da stand drauf, hier ruht mein Weib, Gott sei es gedankt. 40 Jahre hat sie mit mir gezankt, o Wanderer, der du hier vorbeigehst, eile fort von hier, sonst steht sie auf und streit mit dir. Fand ich auch eine ganz hübsche Grabinschrift. Das ist der Heinz Konrads. War auch ein Mythos in meiner Kindheit. Schau doch auf die Uhr, es ist schon spät. Die schönste Zeit am raschesten vergeht. Hab Dank, dass du so lange mir zugehört. Verzeih, wenn ich so lange dich gestört. War auch nicht alles klug, was ich gesagt. Hab nicht gedacht, hab nur mein Herz gefragt. Das hat er immer gesungen. Aha. Am Ende der Sendung. Ich übernehme jetzt keinen Schwur, dass der Text richtig ist, aber das war auch nicht alles klug, was ich gesagt habe, nicht gedacht, habe nur mein Herz gefragt. Das ist irgendwie auch gut als österreichische Bundeshymne. Ne? Habe nicht gedacht, habe nur mein Herz gefragt. Also wir grüßen ihn. Natürlich. Meine Großmutter, meine Jüdische, hat immer gesagt, dass also die Mutter meines Vaters, die Helene Heller, dass die Steine, die auf den jüdischen Gräbern liegen, auch unter Umständen die Steine sind, die den Frauen vom Herzen gefallen sind, wie sie endlich die Männer los waren. Schau, das ist jetzt ein sogenanntes Etc.-Grab. Es gibt aber auch etc., etc., etc. Gräber. Das ist so was grandios Österreichisches. Ja? Wenn es den Opernball sozusagen nicht mehr gibt, den es damals noch nicht gab, glaube ich, dann heftet man sich die Auszeichnungen aufs Grab. Das kann ich dir nicht erklären, wie das zustande kam. Ich gehe davon aus, dass es eine Art von Stammtischrunde, ein Freundschaftskreis ist, die sich alle in einem Grab beerdigen haben lassen und zusammen haben die sehr, sehr viel Macht gehabt. Also der eine war Reichstagspräsident, der Herr Krieg von Hochfelden. Was für ein Name. Ja, dass man sich als Adelstitel das Wort Krieg nimmt. Der zweite, Francisco Stanislav de Tordo, also eigentlich ein spanischer Name, Bischof. Der dritte, Freiherr von Möhring, klingt eher nach Deutsch, Feldmarschallleutnant. Der vierte, Geschichtslehrer des Kronprinzen Rudolf. Und der fünfte, der Chef vom Burgtheater, Generalintendant des Hoftheaters.
Ich glaube nicht, dass das eine schwule Runde war, sondern die werden auch verheiratet gewesen sein, aber das... Glaubst du? Ich meine, ich glaube, das ist eine schwule Runde. Du glaubst eine schwule Runde? Ja, sicher. Also jetzt nicht wegen dem Bischof, aber das würde doch die Frauen und die Familien sonst nicht mitmachen, dass nur 5 Freunde auf so einem Grabstein stehen. Du meinst, das ist ein ganz frühes, in Marmor gemeißeltes Outing? Ja. Kennst du diese Geschichte, dass ich mit dem John Lennon am Zentralfriedhof war? Nein. Ich habe ein Interview gemacht, ein langes, mit dem Lennon im Hotel Sacher, wie der in Wien war. Und ich habe ihn dann zum Abflug auf den Schwechater Flughafen gebracht. Und dann sind wir beim Zentralfriedhof vorbeigefahren. Das war damals so, da gab es noch keine Autobahn raus zum Flughafen. Und wie sich der genähert hat, habe ich gesagt, da liegen ein paar Kollegen von dir. Und er hat gefragt, wer? Und ich habe gesagt, zum Beispiel der Schubert. Und dann hat er gesagt, können wir stehen bleiben? Und dann sind wir aus dem Auto raus und im Laufschritt, weil wir ziemlich spät dran waren, diese Hauptallee am Zentralfriedhof runter, zu dem Punkt, wo das Grab vom Schubert ist. Und dann ist er stehen geblieben und hat so geschaut und hat plötzlich begriffen, dass er im Epizentrum der Musikgeschichte da ist. Da war der Mozart, da war der Brahms, da war der Beethoven, da war der Schubert, da war der Johann Strauss. Ums Eck ist der Schönberg gelegen. Und da hat er aus seinem Turnschuh ein Schuhbandel rausgenommen und hat es aufs Grab vom Schubert gelegt statt Blumen. War irgendwie ein berührender Augenblick. Da sieht man, wie kindisch solche Friedhofsverwaltungen sind. Vor 15 Jahren war da noch ein Fußball drauf. Weil der Herr Ostermann war Mitglied vom Wunderteam. Und da war ein Fußball, ich glaube, aus Beton oder aus Marmor und auf dem stand drauf Wunderteam mit Rufzeichen. Traudi, Fati, Mutti. Das ist der Hans Ostermann. Ja, ja. Die dürfen ihre Orden draufschreiben, die Adeligen, und der darf sich keinen Fußball draufgeben, wo Wunderteam draufsteht. Das verletzt die Pietät. Schau, das ist schön, dass da noch Blätter drauf sind auf der Birke. Das ist das Grab von Klimt. Glaubst du, ist das der Originalgrabstein? Ich glaube schon, dass das üblich ist, dass man die Unterschrift verwendet als Grabsteininschrift. Das musst du jetzt einmal einen Augenblick vorstellen, was hier los war bei diesem Begräbnis. Und ich habe, da bin ich erst sehr viel später drauf gekommen, den Mann ganz gut gekannt, der hier die Grabrede gehalten hat. Es war nämlich der Albert Baris von Gütersloh. Ein bedeutender Maler und expressionistischer Dichter, hat den ersten expressionistischen Roman geschrieben, Die tanzende Törin. Und der war damals blutjung und hat eine sehr hochmütige Rede hier gehalten. Hochmütig in Bezug auf was Künstler für Ausnahmewesen sind, die über allen anderen stehen. Das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber das ist wirklich sozusagen beinahe im kitschigen Sinn ein stimmiges Grab für den Klimt. Ich will jetzt nicht pathetisch sein, aber ich finde, dass das der schönste denkbare Baum über einem Grab ist. Ja, ja. Wobei ich sagen möchte, ich will jetzt nicht auf Klimt treten, aber diese Art von Hecken, ja, das ist, sind, Wiener, sagen wir, diskutabel. Friedhofsgärtnerkunst. Warst du mal auf einem chinesischen Friedhof in Asien? Ja. Die haben ja auf den Gräbern das, was die tiefste Sehnsucht des Begrabenen war. Die haben aus Beton oder Marmor Cadillacs oder Marmor, Geldbündel oder
Ich habe sogar mal auf einem Grab eine Sexbombe aus Marmor gesehen. Also da ist die Hecke schon noch ein bisschen besser. Ein Freund von mir ist Architekt und ein unglaublicher BMW-Fan. Und es gibt einen Künstler, der Betonstatuen macht aus Autos. Und das ein dann, Fluxus-Künstler. Genau, ein Fluxus-Künstler. Und der hat bei dem schon angefragt, einen BMW zu machen. Und dann möchte er die Asche in den Auspuff, also da, wo das Benzin reinkommt. Nicht in den Auspuff, sondern wo das Benzin reinkommt. Und dann möchte er die Asche in seine Urne reinhaben. Die beste Geschichte mit Asche und Urne, die ich je gehört habe, ist Keith Richards. Das weißt du doch, dass der seinen Vater mit Kokain geschnupft hat. Richtig, ja. Die Asche seines Vaters gemischt mit Kokain. Ja. Ist auch eine Art von interessanten Grab. Weißt du, wie du dir das vorstellen würdest bei dir? Wie ich begraben werde? Wie du begraben werdest, beziehungsweise wie du, wenn du irgendwann mal... Also die Wahrheit ist, ich finde das gut, wenn ich als Dünger, also auch Asche, in meinem Park in Marokko bin. Da kriegt es wenigstens einen Sinn. Ne? Dann wächst irgendein Gänseblümchen oder Orchidee aus mir. Das finde ich nicht ganz falsch. Du wärst lieber in Marokko als in Europa? Also wenn in Europa, dann tatsächlich ein Ehrengrab am Zentralfriedhof, nahe beim Gwaltinger und bei anderen Freunden, weil da kümmert sich die Stadt Wien drum. Ja. Ich finde es eine unglaubliche Belastung, dass mein Sohn und seine Kinder und meine Urenkel sich um ein Grab kümmern müssen. Sollen sie nicht tun, weil ich liege dort nicht. Dort liegt mein Vehikel, der Körper. Ehrengrab gibt's und Grab ehrenhalber. Das sind so Austricksereien der wienerischen Verwaltung. Also du würdest, glaube ich, ein Grab ehrenhalber bekommen. Und du ein Ehrengrab. Ich glaube schon, dass ich ein Ehrengrab kriegen werde. Kommt aber darauf an. Wenn es dann schon eine FPÖ-Stadtregierung gibt, wahrscheinlich kriegen wir beide nur einen Mistsackel. Mhm. So das, aber wo die Hunde reinkacken. Ja, Sackerl fürs Kackerl. Das alles gesagt habend, kommt jetzt ein merkwürdiger Augenblick unserer Wanderung. Ich besitze nämlich dieses Grab dort mit dem Engel. Mhm. Prophylaktisch das, oder? Nein, das gehört mir und da liegen zwei wesentliche Menschen aus meiner Biografie drinnen. Da liegt die Monika Krenner. Die Monika Krenner war das Mädchen aus dem Zirkus Roncalli, auf das die Messer des Messerwerfers, des chinesischen Messerwerfers, der ein Otterkringer war, den ich in einen Chinesen verwandelt habe, geworfen wurden. Die Monika hat sich gestürzt vom letzten Stock des Hochhauses in der Herrengasse, zu Tode gestürzt auf die Herrengasse. Sie war meine Geliebte und es war ein zentraler Moment in meinem Leben, wo ich gewusst habe, ich muss mich neu erfinden, ich muss mich noch einmal auf die Welt bringen mit einer anderen Art von Grunddenken und Grundhandeln. Und nach ihrem Tod, der ja unter anderem deswegen geschehen ist, weil ich mich wie ein Berserker benommen habe und von Hybris und Drogen und Niedertracht und Unbarmherzigkeit besessen war, bin ich in eine Raserei der Trauer gefallen, wie das immer so ist. Und habe gedacht, das ist jetzt die große Liebe meines Lebens. Wenn ich ein Zehntel von der Liebe ihr gegeben hätte, solange sie gelebt hätte, wäre sie nicht gestorben. Und im Rahmen dieser Raserei wollte ich hier ein Mausoleum kaufen und habe Gott sei Dank nicht genügend Geld gehabt. Und dann haben meine Freunde mir doch Ordnungsrufe zukommen lassen und haben mir erklärt, mach ein schönes, einfaches Grab. Und ich habe gesucht nach einer Grabfigur oder nach einem Grabstein. Und alles erschien mir nicht richtig. Und damals gab es auf dem Friedhof da hinten einen Abfallhaufen, wo Grabsteine gelegen sind. Und plötzlich sehe ich diesen Engel, der ja ausschaut wie von Cocteau. Und habe mir gedacht, das ist ein großes, schönes Kunstwerk, das eine Aura hat, die
zu meiner Trauer passt. Hab das gekauft und hier aufgestellt. Jetzt hat das Gras überwuchert den Namen von der Monika. Ah, da ist es. Sieht man hier, Monika 1952 bis 1977. Und jetzt kommt die merkwürdige Geschichte, weil mich immer so Verrücktheiten kreuzen. Ein paar Monate, nachdem dieses Grab errichtet war, kaufe ich in einem Antiquariat ein Buch über die Fanny Elsler, die größte Balletttänzerin des 19. Jahrhunderts, die da unten begraben ist. Blätter dieses Buch durch und plötzlich sehe ich, was ich gekauft habe, ist der Grabstein von der Fanny Elsler, der Originalgrabstein. Und dort steht, dass der von Canova ist. Der Canova war der wichtigste Bildhauer, der Michelangelo dieser Zeit. Also diese Aura ist deswegen so intensiv, weil einer der großen Meister in der Geschichte der Bildhauerei diese Skulptur selber gemacht hat. Und das ist der Engel mit der Fackel, die er austötet, das ist das Sterben. Und das ist der Schmetterling, das ist die Auferstehung, der Schmetterling. Und dann habe ich dieses Grab besessen und der nächste Freund, der gestorben ist, war der Gerd Macan. Das war jemand, der in meinem Roman Schattentaucher vorkommt, den ich den glücklichen Verlierer genannt habe. Einer, der aus allem sich ein Glück machen konnte. Noch aus der Bitternis. Und der war der Galerieleiter der Galerie Shapira Beck. Das war so die Avantgarde-Galerie in Wien damals in der Ballgasse. Und der hat dann Herzprobleme gehabt, der Macan, wie ihn alle genannt haben. Hat immer so kleine Zigarillos oder kleine kurze Zigarren geraucht und hat sich eigentlich von Vibarova-Wodka ernährt und hat immer so gesprochen, aus der Fantasie, Servus wie gestern. Und der war eine wirkliche Integrationsfigur, denn alle Wiener Künstler, und da gab es keinen zweiten, haben ihn geliebt. Alle waren befreundet mit dem Gerd. Er ist herumschivagiert, wie er das genannt hat, von einem Nachtlokal zum anderen in der Nacht, hat überall seine Wodkas getrunken, hatte keine eigene Wohnung mehr, hat sein Auto eines Tages irgendwo stehen lassen und hat dann immer gesagt, hast du heute eine Fantasie? Das hat geheißen, kommt irgendein Mädel zu dir oder so? Wenn du keine Fantasie hast, kann ich zu dir schlafen kommen. Und sein Traum war, er war ein großer Oma-Fan, war, dass er bei einem Geschlechtsverkehr stirbt. Und genau das ist ihm gelungen. Und ich habe eines heißen Sommertages, um 5 in der Früh war ja damals immer die ganze Nacht auf, einen Anruf bekommen. Da war eine Dame dran und hat gesagt, bei mir in der Wohnung, im Dachatelier, liegt der Gerd Macan tot. Ich bin mit dem Taxi da hingefahren, habe dann den Sohn von Macan, der ein Maler ist, der Peter Macan, verständigt. Und wir sind dann neben dem toten Freund und toten Vater gesessen, haben einen Tee getrunken. Und der lag mit der Nase nach unten auf dem Bett. Das Mädel hat einen Schock fürs Leben gehabt. Wahrscheinlich nie mehr einen Geschlechtsverkehr gemacht. Und dann haben wir den Gerd hier begraben. Und der Zug ging endlos. Hunderte Leute. Und jeder Dritte hatte eine Flasche Vibarova-Wodka mit und hat die ins Grab geschmissen. Und bis man, sagen wir mal, nach einer halben Stunde Anstellen hier vorbeikam, war man schon volltrunken, wenn man nur gerochen hat, dieses Grab. Es war eine unglaubliche Situation, das Begräbnis von Gerd Macan. Ich finde, dass du ein sehr schönes Grab hast. Ich finde es auch schön, aber ich bin ein Südling und ich möchte im extremen Süden begraben werden. Kärnten? Kärnten ist ja schön. Ja, ich weiß nicht, wovon du lachst. Ich habe dir vorher von diesem Relief erzählt, das diesen Engel vom Canova ersetzt hat. Und da hast du es. Also die Fanny Elsler, das muss man wahrscheinlich den meisten heute erklären, das war die größte Balletttänzerin des 19. Jahrhunderts und die Frau, die als erste ein Weltstar war. Und ihr Vater, auch interessant,
Stierl immer, wie man in Wien sagt, in den Vorgeschichten, war der Kammerdiener von Josef Haydn und der Leibkopist, der die Noten abgeschrieben hat für den Haydn. Und bevor er das wurde, war er Scharfrichter und hat aber bei der ersten Hinrichtung, wie er jemand den Strick um den Hals gelegt hat, die Flucht ergriffen, hat also nie jemand getötet und ist einfach desertiert aus diesem Beruf des Henkers. Und die Elsler, die mit meinem Leben insofern besonders viel zu tun hat, nicht nur durch den Grabstein, sondern weil ich geboren und die ersten 40, 45 Jahre meines Lebens in der Fanny-Elsler-Gasse gelebt habe. Dort hat der Adolf Loos für meine Großmutter ein Haus gebaut, in dem wir gelebt haben. Und sie war die Geliebte des Freiherrn von Genz, unter anderem, der der Sekretär von Metternich war. Also einen ganz großen Einflussnehmer dieser Zeit und der auch der Generalsekretär des Wiener Kongresses war. Und der war, glaube ich, so 63, 64, 66 und sie war blutjung. Aber es war eine Liebesgeschichte, weil sie alles gelernt hat von ihm. Der hat sehr investiert in ihre Ausbildung. Die konnte dann Sprachen und war literaturaffin plötzlich und wusste, wer die großen Komponisten und Maler sind. Das war so, dass Balletttänzerinnen ja oft an einer Tauschbörse gehandelt wurden damals. Aber sie und ihre Schwester, die auch Balletttänzerin war, standen über allem drüber. Und was dann später die Sarah Bernhardt wurde in der Schauspielerei oder die Duse, das war als erste die Fanny Elsler. Ganz eine interessante Person, die man genannt hat, was alles erzählt über sie, das Lächeln ihres Jahrhunderts. Also gut, Frau Elsler war mein Vergnügen. In der Elslergasse haben wir in meiner Kindheit so wenig Verkehr gehabt, dass wir quer über die Straßen ein Netz gespannt haben und Federball gespielt haben. Von 2 Uhr nachmittags bis 7 Uhr am Abend im Sommer und nie ist ein Auto vorbeikommen. Solche Zeiten. Das heißt, du konntest nicht gut Auto fahren, warst aber sehr gut im Federball. Ich habe keinen Führerschein. Nie gemacht. Weil du in deiner Kindheit keine Autos gesehen hast und nicht wusstest, dass man das macht. Oh ja, wir hatten sogar einen Citroën mit Chauffeur, der Herr Dvorak. Und das hat so gezittert, das Lenkrad. Und wenn der Dvorak ausgestiegen ist vom Auto, hat er mindestens noch 5 Minuten so nachgezittert. Mit den Händen, das hat mir immer sehr imponiert. Wie ich mit dem Thorberg die Wette gewonnen habe, wegen Grillparzer und der Qualtinger mit war, war der Helmut ein bisschen illuminiert schon. Ungewöhnlich. Ganz ungewöhnlich. Deswegen erzähle ich es ja auch. Mhm. Und dann ist da irgendwo gerade schon ein Grab ausgehoben worden, frisch für eine Beerdigung. Und die waren in der Mittagspause oder irgendwas. Und der Torbeck und ich, wir sind so spaziert und dann hören wir Schrei. Und der Helmut ist in diesem Grab gelegen, einer von seinen Practical Jokes. Und ist aber nicht mehr rausgekommen. Der Torbeck hat gesagt, Qualtinger, das ist Ihr Problem, ich mache mir nicht die Hosen dreckig. Und ich, der ich sehr schwach war, damals ein rachitisches Knochenbouquet, wie man in Wien sagt, habe versucht, den Helmut aus der Grube rauszukriegen. Und da war eine Dame und die hat die Friedhofsverwaltung verständigt, weil ja das so widerlich war, dass da einer in ein Grab hineingeht. Und dann kam einer von der Verwaltung und der Helmut ist da irgendwie wie ein Maikäfer drinnen gelegen, der am Rücken liegt. Und der hat gesagt, was machen Sie da? Und der Helmut hat gesagt, ich mache eine Erdkur. Und das war dann auch ein geflügeltes Wort. Wenn jemand gestorben ist, haben wir gesagt, der macht jetzt eine Erdkur. Wusstest du, dass man in der DDR zu Sarg Erdmöbel sagt? Nein. Oder gesagt hat, die sagen in Ostdeutschland noch immer Erdmöbel. Das finde ich auch sehr hübsch. Ja, wir sagen in Wien Holzpyjama. Ja, genau. Erdkur im Holzpyjama. Das den Strottern so, dass auf die Butten schlagen und sind's vor.